Ja, ein herzliches Willkommen und danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Solarchin. Wir machen weiter in unserem Let's Play. Ich habe mir gerade da die Einstellungen angeschaut. Da kann man die Maßstäbe verändern der Planeten, der Umlaufbahnen. Man kann es auch auf Real einstellen, habe ich gesehen. Ich weiß jetzt nicht, wo unsere Mondstation ist. Und man kann es auch wieder voreingestellt zurücksetzen. Okay, dann legen wir los. Gehen wir mal zur Erdorbitalstation, um da alle Leute einzuteilen. Da haben wir noch einen Mitarbeiter, der keine Arbeit hat. Oh. Nee. Nicht ein Mitarbeiter. Die zum Weiterschicken, ja genau. Ja, mir fällt schon wieder ein. Ich wollte mit diesem Trupp eine Station gründen, die ich dann in 19 Tagen der europäischen Fraktion übergeben kann. Eine Kolonie auf dem Mond gründen. Na dann, gesagt und getan. Okay, auf unserer Mondstation haben die Kolonisten wenig zu essen. Darum werden wir uns dann auch kümmern. Okay, also. Irgendwo, opa, opa. Das war der falsche Knopf. Irgendwo hier werden wir uns platzieren. Ja, hier der beste Ort, ne? Wo Sonne ist und keine Ressourcen. Das transurane Material, etwas Helium haben wir hier. Aber ist jetzt auch nicht gerade der Wahnsinn. Ja, wenn wir wieder hier unten irgendwo ansetzen oder auf der dunklen Seite. Tja, da hätten wir vorkommen. Gar nicht mal so wenig. Und wir fangen wieder auf der dunklen Seite an. Aber ich muss mich nach dem Material erwischen, weil sonst bringt die Mining-Station da gar nichts. Wenn die nichts rausholen, was soll ich mit der Erde machen? Das bringt mir gar nichts. Da haben wir den höchsten Ausschlag.
Nee, da lässt sich kein halbwegs Mittelpart finden. Kann man mehr von dem Metall. Ja, okay, dann werden wir auf die Edelmetalle verzichten. Aber dafür können wir sämtliche Baumaterialien noch rausholen. Machen wir hier. Das soll aber jetzt nicht unser Hauptaufgabe sein, unser Hauptprojekt. Wir wollen sich weiterhin auf den Raumflug konzentrieren. Na, es scheint ja ein schönes Fleckchen Mond zu sein. Nice, ne? So, wir sind immer noch im Pausenmodus. Also, das ist alles, aber kein flaches Gebiet. Oh mein Gott. Wahnsinn. So. Also nee, da wollte ich jetzt nicht hin. Zur Mondstation, da gab es wenig Essen. Glaube ich jetzt. Also wie kannst du denen an Essen fehlen? Die haben alles vorrätig da. Ah nee. Die europäischen Leute haben nichts zu futtern. Ja klar, ne? Weil ich ja umgebaut habe. Ach doof. Ja, ich wollte da gar keine. Okay. Etwas zurückgedreht. Jetzt mal überlegt.
uns das halt jetzt wieder nicht die Sicht wegnimmt, ne? Ja, okay, wir könnten das machen. Wir könnten dasselbe machen wie auf der Raumstation, dass wir die Räume 2 hoch machen. War schon hier einer zu viel. Ja, es wirkt einfach besser. Zwei Raumhöhen wirken einfach besser. Was ist, wenn wir hier eine Treppe rauf machen? Oder wenn ich hier noch einen Korridor ansetzen würde, dann könnte ich mir das hier sparen. Weil dann könnte ich die Leiter. Nee, das geht ja nicht. Das geht nicht, das geht nicht. Und dann geht die Leiter die hier rein und dann kommt die nicht mehr vorbei. Nee, das muss so bleiben. Die gehen da runter. Wo setze ich das Teil hin? Ich denke, das werde ich. Ich werde das Forschungsgerät versetzen. Ich werde das hier anbauen. Die Laterne müsste weg. Dann kann ich da einen Durchgang machen. So, jetzt können die dann. Hier, was haben wir hier? Was? Was soll das? Aha, da ist eine Stiege, warum auch immer. Da habe ich mal eine Stiege geplant, eine Treppe, jetzt ist sie weg. So. Jetzt gehen die da rüber und da durch.
So. Jetzt können die Kolonisten da rumlaufen. Einmal rundherum. Wie wird das ausschauen, wenn ich es drauf setze? Dann könnte ich hier eine Leiter drauf gehen lassen. Oder? Ja, es müsste sich ausgehen. Sollte sich ausgehen. Sehr schön, Krise überwunden. Was ist denn noch in der Krise? Haben wir nicht wirklich was, gell? Nee. Ja, die europäische Küche kommt schon. Kommt schon, kommt schon, kommt schon. Ja, weil hinten noch ein Raum fehlt, ne? Komponenten, Glühbirnen, Sauerstoff. Ja, Glühbirnen kann man auch noch kaufen. LEDs nehmen wir auch 200 mit. So. Okay, dann so. Ist auch voll okay für mich. Zwei Köche. Wo sitzen wir hin? Ja, warum nicht? Werden sie aber jetzt nur einen anheuern. Aber ganz kurz, dass haben wir noch geschaut. Wir haben vier. Arbeiten die alle hier? Dann könnte ich einen abziehen. Ja, die brauchen jetzt Obst und Gemüse, ne? Nee, die brauchen Früchte. Früchte und Beeren.
Dann war das das Gemüse. Nee, die Beeren, das ist eine Erdbeere. Na toll. Okay. Ja, wir müssen uns das selbst produzieren, es geht nicht anders. Was war das? Pflanzenfarm. Pflanzenfarm. Er lässt mich gar nicht bauen. Gut, andersrum. Nee, lässt mich da nicht runter. Wieso nicht? Unebener Boden nehme ich an. Ich wollte da runter. Na, dann geht's halt nicht. Dann geht's nur nach oben. Machen wir es gleich etwas breiter. Wie groß ist das Teil? Oh, das ist wieder so winzigst.
So, und das. Wir hätten mal ein kleines auch gehabt. Ja, das Große bringt halt mehr. Was soll's, ne? Sieben, gibt's irgend mehr? Nein. Weniger Bären geht. Mehr Bären geht nicht. Doch, da die Pflanze gibt 21 her. Immer noch zu klein, ich halte es nicht aus. Bitte, wo geht die Tür hin? Ei, in den Zwischenraum. Okay. Zur Ladestation. Naja. Da hilft da nichts. Gut, mehr kann ich da jetzt nicht machen. Ich kann die Küche ausbauen. Der ging daneben. Der auch. Gut, da können wir jetzt nichts machen, außer abwarten und hoffen, dass uns die Leute jetzt hier nicht die Moral sprengen.
Die scheinen schon bedient zu sein, warum auch immer. Vielleicht haben sie irgendwo einen Futterautomaten gefunden, wo ihnen das Futter schmeckt. Mal schauen. Jetzt komme ich zur Station und jetzt ist auf einmal kein Problem mehr da. Achso, ich bin auf der falschen Station. Aber trotzdem sind die Dings jetzt weg, ne? Ja, ich kann euch ja schon mal weiterschicken, dass ihr Verpflegung bekommt. Ab zur Mondorbitalstation. Da war doch gerade ein Fehlerzeichen. So, die Forschung läuft. Ah, das ist auch neu, oder? Das habe ich noch nicht gesehen, dass das unten angezeigt wird, was nach der Forschung verfügbar ist. Das scheint neu zu sein, ja. Hier, ja. Da weiß ich, da hat sie es angezeigt. Zugbewaffnung. Okay, das ist auch ein komischer Ausdruck. Ja, wenn ich das nächste Mal die deutsche Übersetzung aufmache, mache ich Spiel auch auf, weil ich finde die Wörter sonst nicht mehr. Ja, wir haben es gleich. Und dann müssen wir zur. Wo haben wir gesagt? Wo war das jetzt? Da irgendwo, oder? Ah, da. Strahlungsabsorbierende Beschichtung. Anpassung des Körpers an ungünstige Bedingungen. Ja, das wäre vielleicht auch nicht schlecht, aber da warten wir noch. Ja, jetzt trudeln die Leute langsam ein. Oder wie? Ja, manche Fehlermeldungen kann man nicht für voll nehmen. Was soll er da für ein Problem haben, bitte? Er oder sie steht ja an der Maschine. Was ist da los? Was will er mir sagen? Ich weiß es nicht. Schaut hier mal so alles ganz gut aus, will ich jetzt mal sagen, ganz grob. Achso, das war der Korridor, den wollte ich ja. Nein.
nichts bauen. Was ist das? Den kenne ich noch gar nicht. Ist das? Ah, Getränkekühlschrank. Oh, nice. Nice, nice, nice. Yay. Die Krise ist vorbei, das heißt, wir können gegensteuern. So, mal kleine Verbesserungsarbeiten hier durchgeführt. Das kann ich aber gleich von der Sonnensystemansicht machen. Ja, Forschung schon bei 92%, sehr nice. Mondstation. Braucht man aber wahrscheinlich gar nicht so viel, ne? Wenn wir dann in die Produktion gehen. Aber ich werde jetzt mal so standardmäßig. Was haben wir denn da? Da haben wir noch 200. Keramik nehmen wir 300 mit. Komponenten 500. Ja, das Fleisch. Produzieren wir. Von dem könnte man schon langsam was verkaufen. Ah! Gott, jetzt habe ich es nicht geordert. Nee, 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 nee. Die Polymer haben wir, genau, Keramik. Keramik waren es. Geordert. Und wir wollen was verkaufen. Er lässt uns das nicht verkaufen. Warum sie? Was? Das feuerfeste Material. Lukrativste sind halt die Chips, ne? Polymer hat er keine. Das Metall lässt er auch nicht verkaufen. 200. Ja, und ansonsten Motoren. Motoren könnte man auch 1000 verkaufen. So. Sehr nice. So. Ja, jetzt habe ich nur kurz überlegt, wo das Keramik verarbeitet wird, aber ja, da dürfte ich das immer selber farmen, was er dann verarbeitet. Und vom transuranen Material können wir uns ja noch von der, welche ist das jetzt, die US-Station, die EU-Station hier, da können wir sich ja noch was liefern lassen. Wenn wir hier, da können wir ja etwas transuranes Material abbauen. Das müsste ganz weit hinhauen. So, dann starten wir hier mal wieder mit einem neuen, was Neues.
Ach so, Mensch. Der macht ja nichts, solange man nicht macht. So, er zeigt uns nicht mal Energie an, ne? 85, 99, okay, die brauchen jetzt dann, jetzt brauchen sie für mal 9, was? 39, nicht 99, okay, hängen wir ja. Jetzt müssen wir drei Sachen merken, ist es ein Wahnsinn. 6, 85, 39, also 850, 390, das ist zu viel. Es ist echt der Wahnsinn, ich merke mir es nicht. Hundertfünfzig. Von denen nehmen wir auch noch mal 100. Fusionskraftwerk wurde abgeschlossen. Jawohl, ja. Jetzt muss ich den dann nur irgendwo hinsetzen. So, dann ganz kurz mal in die Aufträge geschaut. Was gibt's denn da noch? Kolonie auf dem Merkur, ja genau. Erde, Lieferung, Helium. Ja, jetzt könnte man mal schauen, ob wir 3000 Helium haben. Ich glaub's nicht. Kolonie auf dem Mond gründen. Eieiei, wie viele Kolonien wollt ihr noch haben? Hochleistungslaser erforschen für 3,5 Millionen. Das wäre schon mal interessant. Das müsste hier irgendwo sein. Hochleistungslaser. Das sind 630. Also das ist definitiv mal schnell erforscht. 6,30 dauert auch ein Weilchen. Aber wir wollen es aber so hierher. Mal geguckt, wie lange wir Zeit haben. Bis zum 9. Juni. Nee, ja wann, dann fange ich aber gleich an damit. Ja, sicher ist sicher. Hochleistungslaser erforschen, 8. Juni. Machen wir auch gleich dazu. Jawoll, na das war mal eine Spritze. Die kann man gut gebrauchen. Was? Also Europa, immer den Planeten. Okay. Antimaterie habe ich auch noch keine. Eine Kolonie mache ich auch keine neue. Nein.
Na, haben wir das Material noch nicht? Ah ja, doch, haben wir schon bekommen. So, wenn ich jetzt die erste Batterie aufstelle, haben wir den ersten Energiewert. So ist es. Ja, produziert 240, speichert rund 70. Und 3 mal 7 sind 21. Das heißt, erfüllt eine Batterie schon mehr wie drei Zellen. Wenn wir von 4 ausgehen würden, dann hätten wir halt wieder eine Balance. Ich warte mal. Jetzt habe ich hier 8 stehen. Ich kann da jetzt 32 Batterien aufstellen. Ja, die Ladung übernehmen die Solarzellen. Warum tut sich da jetzt nichts? Ich glaube, die eine Zelle ist hin. Ich kann euch noch den Tipp geben, am Anfang immer nur in kleinen Mengen einzukaufen, denn das Lager ist dann, wenn das mal überfüllt ist, bekommt ihr das Material nicht mehr raus und ihr könnt nichts mehr einkaufen, dann steht ihr festgefahren.
Nee, ich bin nicht zufrieden. Das gibt's ja nicht. Die müssten ja urschnell geladen sein, eigentlich. Es dürfte ja keinen Unterschied machen, wo die Part normalerweise, ich meine, es ist ja komisch. Es gibt keine Stromleitungen, ne? Also, aber trotzdem verbinden sich die. Das weiß ich nicht. Ist das schlecht, wenn die weiter wegstehen? Tja, jetzt wenn ich mal die Batterien, ich meine, die Batterien sind geladen, ne? Es gibt nicht, dass der jetzt an 50% Strom verbraucht. Das ist interessant. Na okay, meine Lieben, ich würde mal sagen, das war's mal für heute. Ich werde beim nächsten Mal so eine kleine Baufolge einlegen und hier so eine kleine Station aufbauen für unsere. Mindestens für die 6 Mitarbeiter, die da oben festsitzen. Und die werden wir dann hier versorgen. Ja, die Forschung mit 630 ist jetzt dann schon bei 45%. Das ist sehr nice. Sehr, sehr nice. Na gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Danke für eure Unterstützung, fürs Liken, fürs Abonnieren. Bin euch wirklich, wirklich sehr dankbar dafür. Und werde mich auch erkenntlich zeigen mit weiteren Folgen. Na dann. Bis zum nächsten Mal.